Ja, du musst Sandra sein. Ja, und das schon seit 16 Jahren. Wahnsinn, oder? Ja, genau. Ja, du hast ja heute das Schwimmbad für dich ganz alleine gebucht. Wie bereits am Telefon besprochen, kostet dich das 2400 Euro. Denk bitte daran, dass du das innerhalb der nächsten 10 Tage auf das Konto überweist, ja? Ja. Sollte für dich ja kein Problem sein, ne? Was sagtest du noch? Wer war dein Vater noch gleich? Till Schweiger. Toll. Toll, toll, toll. Gut. Ja, geh hinten durch. Die Umkleiden sind da hinten. Da vorne ist das Wasser. Ist heute ziemlich nass. Kleiner Witz. Machen wir hier untereinander. Wir lachen uns mal halb tot. Einfach durchgehen und dann findest du es natürlich raus. Danke. Tschüss. Vor dem Schwimmen duschen. Boah, ey. So, reicht. Dieser Bereich hier nur für Kinder ist, ne? Ja, also intellektuell bin ich ja auch auf dem Niveau von einem Kleinkind. Dieser Bereich ist für die Kleinkinder. Sie stören doch die ganzen Kleinkinder hier. Sie haben hier nichts zu suchen. Gehen Sie in das große Becken. Aber das Wasser ist da so tief. Wir können doch schwimmen, oder? Ja, das sollte reichen. Gehen Sie bitte mal in das große Becken. Aber das Wasser ist da viel nasser. Was? Na ja, da ist ja auch mehr Wasser drin. Deswegen ist da auch mehr nass drin. Das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Einfache Mathematik. Das kommt davon, wenn man nur Förderschulabschluss hat und dann Bademeister wird. Also, geh sofort in das große Becken und enttäusch für die Quelle hier. Dittmarscher Wasserwelt, guten Tag. Wir brauchen einmal einen Krankenwagen, so in 10 Minuten. Super, tschüss! Den Pupsknoten werde ich jetzt mal zeigen, was ich drauf habe. Naja, sieht ja schon professionell aus bis jetzt, ne? Mal gucken. Und verkackt. Hallo. Hallo. Moin. Ich bin Andi. Du bist eben ohnmächtig geworden. Ja, das sagen die Typen immer und letztendlich haben sie mir K.O.-Tropfen gegeben, um an meinen Körper ranzukommen. Meine Brille ist wieder da. Yeah. Wofür ist das Sexspielzeug? Das ist kein Sexspielzeug, das ist eine Tauchausrüstung. Ich bin Taucher, Wracktaucher in der Nordsee. Die Nordsee ist eklig, Mittelmeer ist viel geiler, ey. Nein, Mittelmeer ist Helene Fischer, die Nordsee ist AC/DC. Oh mein Gott, ich krieg Gänsehaut. Hast du vielleicht mal Lust, eine Runde zu tauchen? Boah, jetzt ganz zur Nordsee, ich weiß nicht. Und AC/DC ist auch nicht so meine Musik. Nee, ich meinte eigentlich hier im Schwimmbad. Okay, kurzer Real Talk. Also Sascha möchte mit mir in Urlaub fliegen, hat er gesagt. Und er will da bestimmt auch mit mir tauchen gehen, in Helene Fischer.
Er will in Helene Fischer mit dir tauchen gehen? Ja, du hast gedacht, Helene Fischer ist Mittelmeer. Ach so, ja, okay. Und? Naja, von daher wäre das ja eigentlich mal ganz cool, einen kurzen Tauchkurs zu machen. Ja, dann ist heute dein Glückstag. Nee, heute ist eigentlich der Tag, an dem ich meine Tage bekommen müsste. Ich warte nur darauf, dass sich das Badewasser rot färbt. Okay, lass uns erstmal eine Tauchausrüstung anziehen. Mhm. Ich fühle mich sadomaso-mäßig. Und ich bin 16, sowas darf ich noch gar nicht fühlen. Spring doch einfach mal ins Wasser. Können wir nicht ins Babybecken? Nein, das ist doch gar nicht tief genug. Muss doch nicht so tief sein, ein paar Zentimeter reichen doch. Nein, wir müssen das jetzt hier machen. Bitte. Wahnsinn! Diese Farben! Diese Kacheln! Was für ein unglaubliches Erlebnis! Also, ich muss mich jetzt erstmal entspannen. Tschüss, AC/DC! Boah, ey, das ist entspannt, ey. War ja schon ein geiler Tag, ne? Ach, irgendwas fehlt mir, was ich... Oh yeah. Hallo, herzlich willkommen bei Ruth die Rutsche. Es gibt einige Regeln, die du beachten musst. Rutschen ist nur alleine erlaubt, niemals zu zweit. Möchtest du alleine rutschen? So antworte mit Ja. Hä? Möchtest du alleine rutschen? So antworte mit Ja. Ja. Regel Nummer 2. Nicht erlaubt sind Ketten oder Brillen zu tragen. Trägst du eine Kette oder eine Brille? Nein. Sollst du lügen? Nein. Okay, kommen wir zur dritten Regel. Fick dich, ey. Okay. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Einen ganz herzlichen Dank an die Dithmarscher Wasserwelt in Heide, dass wir hier drehen durften. Schaut da gerne mal vorbei. Neben mir sitzt Andi, der ist nämlich wirklich Wracktaucher. Nächsten Dienstag auf D-Max um 22.15 Uhr kommt dort neue Folgen. Die wurden vor meiner Haustür gedreht. Ne? Schaltet dort unbedingt mal ein. Ist sehr, sehr spannend. Da sieht man auch ein bisschen mehr als nur hier. Es war ja nicht so tief. Also, vielen, vielen Dank, Dithmarscher Wasserwelt. Danke, Andi, dass du mitgemacht hast. Und es ist echt anstrengend. Bis dann. Tschüss.